sagen. Mein Kopf platzt gleich, das ist so ein behindertes Video. Was geht? Hi, bevor das Video jetzt mit Ju, Jan und wer war noch dabei? Abdel. Abdel jetzt hier wirklich startet, noch ein ganz, ganz kleines Ding. Nehmt euch kurz die 2 Minuten Zeit, meine Freunde, denn ich habe ein kleines Überraschungspaket für euch geschnürt. Gemeinsam darf ich nämlich folgende Verlosung ankündigen. Zusammen mit ROG und Nvidia verlose ich nämlich ein ROG 6G Gaming Notebook von Asus, meine Freunde. Und ich kann nur eins sagen, das ist eine ganz leckere Kiste hier. Das ist wirklich ein extrem geiles Ding. Ich erzähle euch mal ganz so, was da drin ist. Das Ding hat eine Nvidia GeForce RTX 2060. Wir haben Echtzeit-Raytracing, ganz nice, auf jeden Fall für Minecraft. Hohe Framerates, ideal natürlich für E-Sportler und sonstige Leute. Wir haben einen Intel Core i7 der 9. Generation, ein 144 Hertz Display, was übertrieben wichtig gerade für Shooter wie PUBG, Counter-Strike oder halt auch Minecraft ist. Eine optimierte Gaming-Tastatur mit richtig schöner Beleuchtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr hochwertig, lässt sich gut tippen, kann man auf jeden Fall auch mit chatten. Also ist halt eine gute Tastatur ist auch drin. Eine Lightbar und Aura Sync Technologie, das heißt, ihr könnt quasi all eure Geräte damit verknüpfen und dann leuchtet das alles gleichzeitig ganz schön. Eine intelligente Kühlung ist natürlich auch noch mit drin. Das heißt, das Ding läuft nicht heiß und ist nicht sehr laut bei Volllast. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein extrem starkes Ding. Wenn ihr mehr zu diesem Laptop wissen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch einfach mal in den Kommentaren melden, ja? Einfach mal reinschreiben, warum gerade ihr dieses Notebook haben möchtet. Ich denke mal, wir lösen das Ganze innerhalb von 3 Tagen auf. Ich werde auf das Kommentar dann antworten, was gewonnen habt. Wir tauschen Nummern oder Instagram-DMs, irgendwas auf jeden Fall aus, wo ihr mir eure Adresse geben könnt. Und dann gehört dieses wunderbare Prachtgerät einfach euch. Bewerbt euch jetzt einfach mal in den Kommentaren. Wie gesagt, schreibt mir einfach, warum gerade ihr diesen Laptop braucht. Und ja, yeah, alles Weitere würde ich sagen, klären wir dann in Madeira. Wir fliegen nämlich jetzt am Dienstag los. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Video. Großes Shoutout an Asus und Nvidia an der Stelle, dass ich hier die Möglichkeit habe, einfach meiner Community nochmal was zurückzugeben. Und ja, checkt den Link in der Beschreibung und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ciao. Schön, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir spielen zum 437. Mal Wer bin ich, weil ihr alle so dumm seid. Aber das letzte Mal ist viral gegangen, weil wir mega witzig waren. Diesmal auch? Nö. Ju hat auf jeden Fall Coronavirus, deshalb kann er sich leider gerade nicht entkleiden, weil sein ganzer Körper ist mit Corona bedeckt. Wie Coronavirus, genau wie das Corona-Bier geschrieben. Abdel? Das ist das Bier. Wollen wir dich wieder gegen Jenkins tauschen oder bleibst du doch da? Jenkins ist auch draußen, aber wir haben irgendwie gesagt, ja komm, Abdel saß zuerst hier, so spielt Abdel jetzt mit, ist okay. Ich habe dabei natürlich auch nicht. Jan Jausemeier und Julian Jause und ja, Abdel. Ich würde sagen, wir spielen wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Nee, wenn ich du wäre nicht, oder? Wer bin ich, oder? Ja, ich dachte, was will ich? Was? Was will ich, heißt das? Was will ich? Ja, was bin ich, dreh ich. Wer bin ich? Was bin ich? Was bin ich? Ich hab Affen, keine Ahnung, was du bist. Ja, was bin ich? Ein Gerät oder ein Teil oder ein... Was bin ich, anstatt wer bin ich? Ja, ist doch mal voll lustig. Sollen wir machen? Guck mal, jetzt habe ich was Neues rausgeholt. Ja, wir spielen einfach was bin ich. Perfekt, Alter. Danke, Adler, für das neue Format. Cool. Du fängst einfach an und schreibst mir auf den Kopf, was ich bin, ja? Dann, ich will auch schreiben, was du bist, Revi. Ich habe eine gute Idee. Ich schreibe für Revi. Also ein Gegenstand, ne? Ja, Gegenstand, Objekt. Ich habe einen guten Gegenstand auf jeden Fall. Ju, mach dir für mich. Ha! Auf Weiß kommt keiner. Okay, du. Hä? Ist doch egal. Das gibt doch gar kein Ding! Halt deine Fresse! Was ist das denn? Hör auf, hier rumzuschreien! Das geht nach rechts, geht das nicht! Rechts, links, links, rechts, rechts und so. Er macht für dich, du machst für Ju, Ju macht für mich, nein, ich mach für Jan. Nein, Ju macht für mich, Alter. Ja, aber wer macht das für mich? Mann, irgendwer anders! Ich hab gesagt, wir hätten die 2 Sekunden auf Jenkins warten sollen, wirklich, Mann. Man kann das ja gar nicht gewinnen, dieses Video, oder? Das kannst du nicht gewinnen, was da drauf steht. Wir können auch, oh mein Gott. Das kannst du erst nicht sehen. Obwohl, ne? Ich bin immer krass in diesen Games, das weißt du. Ja, das stimmt, Revi ist gut. Ich hab das ja damals erfunden, ne, im Gefängnis. Junge, Ju, willst du eigentlich noch ein bisschen mehr anziehen oder ist entspannt so eigentlich? Entspannt. Okay, gut. Okay, wer fängt an? Jan fängt an. Okay, man kann ja jetzt gar nicht sagen, bin ich männlich oder weiblich, ich bin ja gar nichts. Bin ich ein nützlicher Gegenstand? Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Bin ich ein Objekt? Nee. Also doch, man kann es auch, auch anders definieren. Alter, wie geht das denn jetzt hier schon los? Ja, du bist ein Objekt. Okay, bin ich Abdels Mutter? Nein. Nein. Okay, falsch. Bin ich... nützlich. Ja. Ja, schon. Bin ich aus Holz? Nein. Nein. Bin ich nützlich? Hey! Ja, schon. Ja. Also schon doch, würde ich schon sagen. Braucht man mich täglich? Nein. Ja, bei manchen. Habt ihr alle hier, die hier im Raum versammelt sind, dieses Objekt schon mal gehabt? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Hoffentlich nicht. Okay, also ich bin ein Objekt.
Das ist eine Definitionsfrage. Ja. Also, versteift dich mal nicht so drauf. Könnte man nicht mit bloßem Auge erkennen. Ja. Okay, das ist schon mal eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Mit bloßem Wenn ich jetzt mikroskopisch klein bin, bin ich eine Sache oder irgendetwas, was es erst seit ungefähr 100 Jahren gibt? Oder schon immer? Ja. Also in den letzten 100 Jahren bin ich so entstanden. Ja. Okay. Das wäre eine große Sache. Ja, aber die letzten 100 Jahre ist er entstanden. Nee, das nicht. Also, es wäre eine große Sache. Ich kann nichts sehen, Alter. Ich sehe nur Papier. Kann das nicht einer nach vorne machen? Ist besser so, glaub mir. Ja, ein bisschen höher. Ist besser so, glaub mir. Ich sehe nur Papier. Es ist besser so, glaub mir. Schuss dran. Okay, ich bin nicht aus Holz. Nee. Perfekt. Fertig. Kennen wir das Objekt alle? Ja. Nutzen wir diese Art von Objekt alle? Ja. Hat das irgendwas mit unserem Job zu tun? Nein. Kennen wir alle? Nein. Ist ruhig, jetzt bin ich dran. Sehen wir alle? Sei ruhig, ich bin dran. Dieser Objekt gerade? Sag dem was, wir haben Regeln hier. Sag ich. Ist es ein Monitor? Nein. Okay. Willst du noch eine Frage stellen? Hallo! Hier bin ich dran erstmal. Was ist los mit euch? Ja, du bist. Die Frage war von mir, sie ist weg. Nein, warte. Die Frage war, Bitte bleiben Sie dran. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Haben wir das schon mal genutzt? Nein. Nee. Nee, das ist so kacke. Bin ich ein wertvolles Objekt? Nein. Sagen wir mal. Nein, führ's nicht aus. Für eine Szene? Szene, ja. Ja, ein bisschen. Okay, also war das ein Ja oder ein Nein? Vielleicht, ich bin dran. Habt ihr dieses Objekt, dieses Ding schon mal gesehen? Nein. Also, nein. Nein, was soll das hier? Okay. Das wäre eine große Sache. Ja, das wäre eine große Sache, Alter. Haben wir heute schon diesen Gegenstand gesehen? Ja, höchstwahrscheinlich. Ist es eine Immobilie? Nein. Nein. Ich bin ja noch immer im Dunkeln. Boah, so richtige Raucherlunge. Bin der Uwe nicht mehr auch dabei? Meidet man mich, das Ding? Nö. Ich bin nicht wertvoll, ich bin für die Szene. Okay. Du bist so dumm. Bin ich ein Fetischgegenstand? Nein. Boah, das wäre echt gut. Das wäre richtig dumm, wa? Ihr sagt, es wäre eine große Sache. Ja. Also ist es etwas, was fiktiv ist und noch krass wäre, wenn es kommen würde? Ja. Also hat es etwas mit mir zu tun? Das weiß man so noch nicht. Was? Ich sag also, mal ja, mach mal noch eine Frage. Da steht jetzt nicht irgendwie Revis Integrität oder sowas drauf. Hä, als ob wir die sagen, was da drauf steht. Du sollst raten, also rate. Da schreit er mich so an, was hat der? Weil du jedes Mal hier immer nur extra Wünsche haben Aber willst. Du warst nah dran. Ich hab das ja noch nie gesehen, meinten wir eben. Das heißt, das gab es so noch nicht. Wissen wir nicht, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir sollten doch ja oder nein antworten. Ihr wisst es nicht. Okay, ich frage jetzt einfach straight up. Ist es irgendetwas, was man in irgendeinem Kontext beleidige mit mir verwenden könnte? Nee. Keine Tipps mehr. Wir geben dir zu viele Tipps. Hey, ich weiß ja gar nicht. Du bist dran. Bin ich ApoRed? Nein. Sicher? Ja. Das ist doch kein das. Nicht. Doch. Du hast gefragt, ob der aus Holz wäre. ApoRed ist auch Holz. Abdel. Finde ich so unter, dass wir Abdel immer Zeit zum Überlegen geben. Auf jeden Fall, ja, man kennt das nicht gebrochen, man will das nicht haben. Also ich würde das schon gern haben wollen. Du auch, oder Thomas? Ist das eine Krankheit? Über welche Krankheit freut man sich, Abdel? Ich weiß also. Sag mir eine Krankheit, wo du sagst, nice. Falsch, du bist dran. Ist es ein Gegenstand? Nein, ist kein Gegenstand. Ja, den Hinweis gebe ich dir, ist kein Gegenstand. Kann man dieses etwas erwerben? Käuflich? Ja. Nein. Doch. Safe. Ja, natürlich. Du gehst jetzt nicht in den Laden und sagst, ich hätte das gerne. Das geht du, nicht. Du kennst die Szene ja nicht. Alter, das ist eine große Sache, ne? Dran. Oh, mein Kopf platzt gleich. Das ist so ein behindertes Video. Bin ich eine große Sache? Symbolisch gesehen ja. Okay, also im übertragenen Sinne. Wäre es etwas Krasses, wenn ich das machen würde? Was machen? Oder etwas in dem Zusammenhang? Also. Keine Ahnung, nicht wenn das Ding drauf steht. Ich weiß, dass es irgendwas mit mir zu tun hat, Alter, weil es von Drew kommt, weil es sau beleidigend ist. Also du kannst es nicht machen. Doch, du kannst es machen, doch. Hä? Doch, du kannst es machen. Und es wäre krass, wenn ich es mache. Ja, also. Ist aber cool. Cool wär's, ja. Das keine Tipps mehr. Okay, ich bin dran. Könnte man mich rein theoretisch in einer... Könnte man mich werfen? Rein theoretisch? Nein. Sicher? Theoretisch nein. Schon. Abdel! Mann, Alter, nein! Zeig mir einen Mann, der das werfen kann! Man kann rein theoretisch fast alles werfen.
Ja, okay, dann bin ich ja noch im Game. Also es wäre dann es wäre quasi man zu schwer für eine Person, ja, dieses Objekt, ja, zu werfen. Ja. Es wäre auch zu schwer für zwei Personen, ja, dieses Objekt zu werfen. Es wäre definitiv auch zu schwer für drei Personen, dieses, ja, Objekt zu werfen. Ebenso für vier sehr, ja, starke Menschen. Ja. Also rein theoretisch müsste man 20 Leute haben, ja, damit man das etwas, richtig, werfen kann. Ja. Und es ist ein nützliches... Ja. Wir haben es heute alle gesehen. Vielleicht. Ja. Okay, es ist ein Auto. Ja? Ja. Welches? Ein rotes. Ja, nein, die gibt's auch in Rot. Gibt's auch, gibt's in allen Farben. Oha, ich bin im Game. Safe Mercedes. Falsch. Nein. Krieg ich auch ein paar Tipps? Nein. Nein. Alle Tipps? Du bist ein Spielzeug. Bin ich ein Katja? Nein. Bin ich alles in allem ein positiver Gegenstand? Überhaupt nicht. Nee, gar in keiner nicht. Außer in der Szene eventuell. Sei in der Szene. So viele Szenen. Ist es eine Charaktereigenschaft? Nein. Bin ich eine gewisse Marke? Ja. Es steht eine Marke auf meinem, ja, ja, Kopf. Ja, safe. Ja. Mercedes. Nein. Kann ich auch noch einen Tipp haben? Nein. Einen. Ich habe das früher gehabt. Das ich hatte das auch. Ich nicht, weil ich bin ja aus... Richtig. Mittag. Deutschland. Ich bin doch gerade dran. Könnt ihr mir noch einen Tipp geben? Ein Mann ist in den Fluss gefallen. In Lego City. Ich glaube, das kennt er nicht. Ein Mann ist in den Fluss gefallen. Du bist ein Spielzeug. Rette den Mann. Ich glaube, die Memes kennt er nicht. Flying Louis oder wie der heißt? Okay, ich bin nicht mal ein Objekt. Bin ich sowas wie eine Seuche oder eine, ja, Krankheit? Echt? Ja. Eine Krankheit? Ja. Oh mein Gott, ich werde der Erste, der gewinnt heute. Ist das etwas, was übertragbar ist? Nein. Ja doch, Tröpfcheninfektion. Mhm. Coronavirus. Ja. Gut, okay. Kann ich jetzt nochmal 20 Tipps haben, damit ich weiß, was oder wer ich bin, Alter? Ich weiß nicht, ob du dich freuen würdest. Das ist ein Tipp an dich. Du wärst das gerne. Tot? Bruder. Nee. Es ist etwas, was mit dir zu tun hat, was aber noch nicht passiert ist. Aber das wird passieren. Das kann passieren. Ist das was Negatives? Nein. Alberto hat das schon sehr oft. Ja, mehr Tipps nicht. Ich werde Vater. Was steht da drauf? Mein Sohn. Ja. Alter. Alberto hast du reingebracht. Alberto, Junge. Da steht wirklich mein Sohn. Nicht Remis, sondern mein Sohn. Du bist eine deutsche Marke. Ich bin eine deutsche Marke. Ja, und es gibt da so einen Pferdesport, der heißt so. Ah ja, Polo, VW Polo. Ja, ja, richtig. Abdel. So, was bist du? Verloren, Alter. Sag mal. Sag mal, du bist eins der bekanntesten Kinderspielzeuge, die Marke. Ich habe damit als Junge immer gespielt. Gameboy. Sind Figuren. Und so Steine. Ja. Steine, die man aufeinander setzt. Ja, Dominos. Alter, ich schlag gleich in die Fresse rein, wirklich. Du kannst damit was bauen. Ja, Lego-Steine. Ja. Mhm. Und du bist eine Figur davon. Eine? Ja. In diesen Milliarden. Okay. Ja. Du wohnst in der Stadt, in der Lego-Stadt. Lego Yoda. Aber ich glaube auch, der kennt es halt nicht. Du sorgst für Recht und Ordnung in der Stadt. Recht und Ordnung? Ja. In der Legoland-Stadt? Ja, in der Legoland. Lego-Polizei? Ja, du bist der, ja, Lego, ja, City Cop. Ja. Echt jetzt? Ja. Ey, jetzt! Der Helgoland-Kopf! Was ist denn das denn für ein Sch? Okay, das war das erste, war's auch Folge. Schon. Ciao, Leute. Das machen wir nie wieder. Das war's für dieses Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch wollt, dass ich euer Vater werde. Schaut auf jeden Fall bei Abdel, bei Drew und bei Jengis vorbei. Macht's gut, oder? Tschüss.